Ist diese Britney Spears Toxic? Du bist noch zu jung, du kennst das nicht. So. Ja, wahrscheinlich. Jetzt sollte der Sound auch wieder... guck mal, jetzt passt nämlich der Sound auch wieder. Was nämlich beim letzten Mal passiert ist, ist, dass sich mein Mikrofon auf 50% Lautstärke resettet hat. Und das wurde uns dann, wie gesagt, eine gewisse Weile lang, 2 Stunden, nicht gesagt. Bis irgendwann kam, man hört euch übrigens bei Bossen nicht. Und ich, ah. Interessant. Okay. So, auf, ins Verderben. Ja. Das heißt, gewinnen oder sterben. Genau. Wir haben ja das letzte Mal den Gaping Dragon platt gemacht. Mhm. Sehr schöne Kameraeinstellung. Mhm. Ich auch. Und jetzt geht's nach Blight Town. Übrigens bist du dran. Du hast den Gaping Dragon besiegt. Stimmt. Yay. Kennt sich überhaupt Dragon Age Origins aus? Ja, eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Nee. War mein allererstes Video, was ich auf Crowdhound Gaming gemacht habe damals. Ja. Das letzte Sommer anguckt und saß da, oh Gott. Der Inhalt ist ja noch halbwegs okay, aber die Delivery geht so. Ich kann mich erinnern an dein Skyrim-Video. Ja, ja. Das war super. Und es gibt Drachen. Ja, ihr habt richtig gehört. Drachen. Spielt man erst Origins oder erst Awakening? Also ich bin da halt immer so, Awakening war halt das Add-on. Ich bin da halt immer der Meinung, in Erscheinungsreihenfolge. Oh Gott. Nun, das wäre beinahe schnell gegangen. Bitte jetzt, großer. Was darf sein? Konnte man die nicht auch kontern irgendwie? Warum es auch jetzt nicht funktioniert hat? Wir sollten uns alle die Gift-Items ausrüsten. Also der Start ist mäßig souverän. Ja, so wir reinkommen. Ach so. Hat er nicht eine Sprungattacke? Hallo? Ach jetzt! Du hast danach gefragt. Was du halt bei Origins bedenken musst, Pobacke, ist, das Einzige, was einen aus heutiger Sicht wahrscheinlich sehr stört, ist, dass der Charakter nicht spricht. Du gibst die Antworten und sie reden halt direkt weiter, als hättest du das jetzt gerade gesagt. Das wirkt halt aus heutiger Sicht so ein bisschen, als würden sie ja die ganze Zeit über einen drüber reden. Das wollte ich nicht. Stirb! Komm, fall runter! Nein. Geh noch mit weiter zurück! Warum sollte ich runterfallen? Weil es lustig wäre. Das wäre dumm. Ich bin doch nicht dumm. Wollen Sie sagen, dass ich dumm bin? Nur weil ich hier in einer Schandstadt lebe. Och, Mann. Ach, scheiß vergiftet. Ich glaube, du bist vergiftet. Naja. Lila Mooskugel. Riesenkeule! Lila Mooskugel hört sich lecker an. Mhm. Ich habe Destiny gespielt, da war mein Charakter immer stumm. Ja gut. Aber in Destiny wird auch nicht viel mit einem geredet. Und da wird einem auch nicht viel erklärt. Weil die Charaktere haben keine Zeit zu erklären, warum sie keine Zeit haben zu erklären. Bester Satz, ey. Ja, beste Satz. Eigentlich darf, allein dafür muss ich Destiny schon lieben. Dass dann so, ey, jetzt kommt die große Story-Auflösung. Erklärt mir alles. I don't have time to explain. Schnauze! Kommt es mir nur so vor, da ist bei Dark Souls 1 die Ausdauerregeneration deutlich höher. Wir haben ein Schild, was das erhöht. Ach so. Aber sie ist, glaube ich, auch höher, ja. Kann schon sein, ja. Du verlierst ganz schön viel Leben. Ja. Ja, ist halt so. Ach Gott, ihr Viecher, ja stimmt. Jetzt kommt ihr ja. Hallo. Ich sage übrigens gleich dazu. Äußerst lange werden wir heute nicht machen, weil gestern war eine lange Nacht. Heute musste ich früh wieder aufstehen und hatte dann auch Nonstop-Beschäftigung. Die nächsten Nächte werden dafür deutlich länger dann. Ja. Alter, was man hier für Schaden raushauen kann, ey. Das ist ja fast, als hätte man 2 durch. Ja, das gibt's hier noch nicht. Scheiße. Wozu spielt man das dann? Ja, um sowas zu machen. Einfach alle platt machen. Mit einem einzigen Angriff.
Schwing doch mal mit der Anfangskeule, ist eine der besten Stärkewaffen. Ja, wissen wir, nur im Moment ist halt die Skalierung mit der Waffe hier, ist es, die Waffe macht einfach 100 Schaden mehr auf derselben Stufe. Pro Schlag. Nicht toxisch lassen, das Schild blockt sich komplett. Ach, schon? Mistvieh. Ach. Es gibt eine Dark Souls Mod, habe ich dem Gruppen auch schon gezeigt. Mhm. Da werden auf Dark Souls einige der Gameplay-Elemente von Breath of the Wild hinzugefügt. Zum Beispiel die Waffen gehen deutlich schneller kaputt. Okay. Das heißt, du musst immer mehrere Waffen dabei haben und dir genau überlegen, für welchen Gegner nehme ich jetzt welche Waffe oder versuche ich doch mal irgendwo runterzutreten. Um da ein bisschen eine Herausforderung daraus zu machen. Okay. So, was haben wir denn hier unten nochmal? Ich hatte damals Dark Souls nur mal angezockt mit der alten Tastaturstollen, weil angezockt war es dadurch auch geblieben. Ja, das hier ist wirklich kein Maus- und Tastaturspiel. Nein, nicht wirklich. Ja gut, wenn man es gut umsetzen würde, dann schon. Ja. Also für mich dann trotzdem nicht. Gibt für mich Genres, die gehören nicht auf Maus und Tastatur. Aber Das fangen wir jetzt nicht wieder an. Ich habe zwei Charaktere in Schattenstadt und die machen so 230 bis 250 Schaden. Ja, wie viel machen wir jetzt? Ich habe gar nicht hingeguckt. Auch 200 irgendwas. Ne? 200. So, haben wir das schon fertig. Kam eigentlich jemand schon auf die Idee, Dark Souls Welt bei Minecraft nachzubauen? Die bauen doch alles nach. Ja, Anunondo wurde, also ich weiß auf jeden Fall, Anunondo wurde schon mal nachgebaut in Minecraft. Hey! Haha! Ich bin ein Ninja! Jetzt bist du ein toter Ninja! Ich war ein Ninja! So, zock jetzt nebenbei City Skylines. Ein gutes Spiel. Von hier aus musst du da, konnte man nur da hin, ne? Oder wie war das? Nee, es gibt schon noch andere Wege, aber das hier ist der direkteste. Auf der anderen, auf dem anderen Weg gibt es, glaube ich, das Ushigatana, was für uns aber relativ egal ist. Das hört sich aber cool an. Das Ushigatana? Ja. Ushigatana. Ja. Chelsky schaut jetzt New Japan Pro Wrestling. Viel Spaß. Ah, nicht Ushigatana, sondern das Yaito. Aber ein Katana jedenfalls. Schatten. Ja. Fashion Souls. Ushigatana bekommt man, wenn man die Anfangshändler tötet. Ah, okay. Matsch. Seele eines Kriegers. Hallo Asibraut. Hallo Asibraut. Sie schaut mal kurz vorbei und sagt Hallo. Bist du denn in den nächsten Tagen dabei bei den interessanten Konferenzen? Oh nein, hab ich gesehen. Hallo? Oder auch nicht, er muss dann schnell aufs Klo. Kommt ihr zu mir? Denk bitte dran, das Feuer links zu holen, ja? Ja. Versuche es. Sonst noch irgendwelche Fragen zu Fundorten von Items? Nein. Wir machen das hier einfach mal freie Schnauze. Ja. Da ist er gerade gegen die Wand gerannt. Ist da, glaube ich, schon runter, wo du gerade warst. Blub. Kann ich durchschlagen? Oh, hi! Ich hab's geschafft. Verdammt, das war's. Ah. Ja, der nervigste und am schlecht designteste Boss in Dark Souls. Die Kamera. Ja, das stimmt. Kommen Sie nach oben? Okay. Ich warte auf Sie. Ich werde höchstwahrscheinlich morgen und übermorgen dabei sein, ja. Auch bei den nächtlichen Konferenzen? Oder kommt da die Uni dazwischen? Frechheit, Uni. Echt mal. Gebildete Frauen gibt's nicht. Ich will dann erstmal raus Dragon Age Origins spielen. Viel Spaß und Loot. Danke. Ja, ihr wisst ja, warum Frauen jahrhundertelang unterdrückt wurden. Nein, Max, das war nur eine Anspielung auf die E3-Konferenz. Hör auf jetzt hier mit sexistischen Witzen. Weil es funktioniert hat.
Oh Mann. Also Asibor, falls du dich fragst. Wir haben uns bei der E3-Konferenz ein bisschen drüber lustig gemacht, dass es ja diesen großen Battlefield-Cover-Skandal gab, eine Frau auf dem Cover, und dann gab es eigentlich, ja, Frauen gab es im Zweiten Weltkrieg gar nicht, und ich, ja. Ganz kurz, naja, nicht, ich bin nicht an der Frontline. Muss der doch, auch das. Aber das war, du konntest ihnen einen Artikel hinstellen, wo wirklich so 30 berühmt, wirklich für den Krieg berühmte Frauen dargestellt wurden. Nein, gibt's nicht. Lügenpresse. So. So, und dann haben wir halt bei allem, wo eine Frau war, gesagt, was? Eine Frau so und so? Gibt's nicht. Morgen kann ich nur bis Mitternacht, aber die nächsten Tage könnte ich auch bis spät in die Nacht. Na, das ist doch gut. Sehr schön. Dann verpasst du nur Bethesda und bei den wichtigsten bist du dann auf jeden Fall dabei. Also, ja, Bethesda wird schon auch gut werden, aber bei den richtig fetten Konferenzbatzen, meine ich. Genau. Können wir nicht aufsteigen? Nee, 2000 fehlen noch. God damn it! Warum sind wir so gut? Keine Ahnung. Vielleicht, weil wir das Spiel schon gespielt haben. Das glaube ich nicht. Also da sehe ich jetzt keinen logischen Zusammenhang, muss ich dir sagen. Na, dann weiß ich es auch nicht. Willst du die Nummer? Erzählst du aber auch mal einen Quatsch. Aus dem Weg! Oh, das ist riskant, was du da gerade tust. Ich sag aus dem Weg! Na gut. So. Da muss ich einfach nur mit Gewalt durchsetzen. Willst du Spotify nicht kindeln? Ach so. Habe ich außer dem Frauendrama noch irgendwas Spannendes, Interessantes verpasst? Sea of Solitude sah gut aus. Ja. Von einem Berliner Studio. Und es war sehr lustig, wie die Frau gesprochen hat. wunderbares Englisch. Unravel 2 gibt es, aber die Yadis sehen jetzt aus wie Höllenkreaturen. ansonsten nicht. Oder? Nee. Super tolles Gameplay von Anthem. Ja. Und das Beste war, das Star Wars Spiel von Respawn wurde vorgestellt. Und mit dem Satz, es kommt irgendwann, es wird kommt, super. Es kommt irgendwann. Na, Holiday 2019, hat er gesagt. Aber wir haben immer noch nichts zu zeigen. Und es wird awesome. Awesome. Was war das? Kam ich von hier da ran? Muss ich runterspringen? Das weiß doch jedes Kind, dass im Zweiten Weltkrieg alle Frauen in andere Dimensionen geflüchtet sind, bis der Krieg vorbei war. Stimmt, hatte ich vergessen. Das ist so ein Assi-Spiel. Na los, trau dich, das ist bestimmt ein gutes Item. Naja. Oh nein, nicht. Böse. So. Ich bin immer wieder erstaunt, wie langsam Dark Souls 1 noch war. Was nicht mit den fetten Zweihänder zu tun hat, den wir tragen. Naja, aber auch generell auch. Ja, ja. In Dark Souls 3 bleibt der Hund nicht stehen und macht da erstmal. Nicht? Willst du das Bonfire nicht killen? Das hast du mich schon mal gefragt. Ich habe gesagt, ja, könnte man machen. Ja. Ja. War denn jetzt die Leiter hier? Oder muss ich weiter runter? Wir waren das nochmal? Da drüben, oder? Nicht was? Willst du jetzt zum Bonfire zurück oder willst du weiter? Weiter. Dann musst du auch zum Bonfire zurück. Ja, deswegen, ja. Wie ist denn der Weg? Da, hinter dir. Hinter mir? So, dann denke ich mal jetzt da hoch. Und dann wirst du von da wieder zurückkommen. Ah, wir nur hier rüber. Bäh. Liebe Brücke, brave Brücke, liebe Brücke, brave Brücke. Lass mich nicht fallen, Brücke. Ach, wenn du so nett fragst. Brave Brücke. So, jetzt da ist die Leiter, guck. Okay, ich dachte noch einen anderen Weg. Aber du hast recht, eigentlich muss man das nicht unbedingt kindeln in das Bonfire. Deswegen sind ja nicht lange hier jetzt. Das unten müssen wir dann. Ja. War da noch was? Nee, nee. Weiß ich nicht. Irgendwo auf so einem Turm war was, ja, aber. Das Holz wollte ich doch schon wieder wegstoßen. Ich habe Flashbacks zu The Ramens Leiter sehr lieb Song. Was? Es gibt ein Flashback zu The Ramens Leiter lieb Song? Nein, wenn so ein Song mal gesungen. Das weiß ich allerdings halt auch nicht mehr. So, das sind wir schon irgendwelche. Wer damals Blighttown ohne DS fix gespielt hat, war ein echter Pro.
Ich fand Blighttown nie so schlimm, also auch von der Framerate. Hieß es ja auch auf PlayStation 3, dass es so schlimm und unspielbar sein soll. Und ich dachte mal, ja, es ruckelt halt hier und da mal ein bisschen, aber so wie es beschrieben wurde, dass es teilweise unspielbar war, fand ich es dann auch wieder nicht. Aber generell hasse ich dieses Gebiet nicht so sehr wie der Rest der Welt. Ja. Auch beim ersten Mal schon nicht. Es war nur ein bisschen schmerzhaft. Aber nicht so schmerzhaft, wie es gemacht wurde. Seid ruhig. Der arrogante Penner fliegt uns nieder und schlägt und dann trinkt er auch noch was. Until Dawn Folge 17 war es. Aha. Okay. Es ist soweit. Unsere Zuschauer kennen uns besser. Ja. Unser Content besser als wir selbst. Es ist geschehen. Kann mich gerade gar nicht dran erinnern. Von Flaschen und Reagenzglas herrschen. Ja, den Folgentitel kann ich mich erinnern. Den kenne ich noch. Hallo. Aua! Gestoßen einfach. Sie sind gemein. Dafür müssen sie sterben. Hallo. Wie kommen Sie denn hierher? Schade. Er hat den Holzbalken getötet. Als die Leiter zum Funkturm hochgeklettert sind. Ah. Ah, okay. Ach, wo man auch hier sterben kann, wenn man abrutscht und so weiter. Glaube ich, war's. Ja, ja. Hinter dir ist eine Leiter. Dort. Am Feuer. Achso, die. Oder was suchst du? Da oben ist da noch irgend so ein komischer, genau, Giftschießer. Ja, aber der trifft dich unten nicht mehr. Waren die Viecher nicht einzigartig? Nein. Nein? Nein. Oh. Also kann ich eigentlich direkt nach unten gehen? Ja. Oder was war mit dem da? Den kann man irgendwie ignorieren. Man kann den ja irgendwie von innen töten, wenn man da runter droppt. Das ist eine Pyromantie, die da liegt, bin ich der Meinung. Ich weiß, dass ich ihn nur einmal getötet habe und das war, als ich die Platin-Trophäe haben wollte. Okay. Weil ich dieses Item dann brauchte. Guter Dude. Ich hätte ihm das jetzt gewünscht, eigentlich, dass er das geschafft hätte. Ich habe gerade auch so eine Geste gemacht. So. Du tötest mich nicht, Sucker! Whee! Aber ich hab ihn noch erwischt, haha! Aua! Rechtags. Das ist so ein Sadist-Team. Ich weiß. La 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 la. Ach, Ragdoll ist toll. Adlerschild! Adlerschild. Da nach unten müssen wir. Den ganzen Weg runter. Was du? Haha! Kaputt gemacht. Die Pyromantie innere Kraft liegt dort, siehste. Ah, das war's. Das wäre die Idee gewesen, mal zu unserem Pyromanten zu gehen. Stimmt. Naja. Das war optional hier, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, was das Feuer, war. Der braucht schon Feuer. So. Also muss ich da drüber, hier runter, ne? Ja, da ist ja auch eine Leiter. Das. Ich glaube immer an den Feuern. Tatsächlich. Ach, die Stelle jetzt hier. Da müssen noch zwei Flakons. Ein Flakon. Und das war hier oben der Gifttyp, wa? Weiß ich nicht. So war das, glaube ich. Genau, da haben wir wieder. Guten Tag. Flüchte! Da! Ah. Das ist aber halt auch so geil, dass die einem nicht das Item geben, womit man sich gegen sie heilen kann. Die beiden anderen haben es bisher gedroppt. Sie, ja, ja. Nee, der erste hat nämlich auch nur das Lilane. Ach, hier war der andere Eingang zu Blighttown, kann das sein? Nee, der ist hinter dem Rad. Nee, guck, oder? Nee, was war hier nochmal? Guten Tag, was verwachen Sie nochmal? Aus dem Weg.
Was war denn hier nochmal? Hier geht's auch runter. Ja, es ist ein anderer Weg dahin. Den kann mich jetzt gar nicht erinnern, diesen Weg. Warte, jetzt. Die wird gut. Okay, warum? Ah, hin? Und hier kann man von hinten an das. An das aber Fliegen. Der kann trotzdem zuschlagen. Der, ne? Kann immer noch zuschlagen? Ja. Bin ich zumindest der Meinung. Nee, immer noch nicht. Habe ich ihn getroffen? Ja. Weiß aber jetzt nicht, ob du Schaden machst. Finde ich mich auch gerade. Aber müsstest du ja eigentlich. Ja. Ja, ich habe die ganze Zeit Schaden. Bye bye. Jetzt könnt ihr aufsteigen. Pyro und ihre Kraft. Stimmt. Niemals! Wir spielen das Spiel auf Level 1 durch. Naja, sagen wir Level 30 oder was auch immer wir gerade sind. Ja, irgendwie so. Ah! Ah, die Kamera ist so awesome. So, da guck, beste Kamera. Ah, verpasste Drop Attack. Nein, er hat ihn angemacht, gebrochen. Ach komm. Ja, ein das Holz mal wieder. Ich dreh mal kurz mit. Also bis ganz unten könnte knapp werden. Und da es Dark Souls ist, kann man nicht mal sagen, du hast uns den Weg geebnet. So, jetzt aber mal weg. Mal schauen. Hab ich auch, glaube ich, erlebt, dass die nicht beide kommen. So. Das stimmt. Das hätte ich eigentlich auch noch immer nur, dass die beide gleichzeitig gekommen sind. Du bist taktisch clever weggerannt. Haha! Ich habe ihre Schwäche durchschaut. Weglaufen. Aber direkt gehen sie nicht. So, Boss-Time. Tea-Time finde ich besser. Tja. Da war's. Whee! Ah, es wird auf jeden Fall knapp. Ah, Licht. Ist ja nix. Bin mittlerweile ein Fan davon geworden, in Dark Souls 1 das HUD zu minimieren. Ist mir gerade aufgefallen, dass euer so riesig ist. Boah. Was war ich hier nochmal? Andere Lichtverhältnisse. Ja. Sehr gut. Gute Beobachtung. Ist gar nichts, ne? Nee, kannst du auf ein paar Balken springen. Doch, wenn du da runterspringst. Naja, dann sterbe ich. Und da gibt es eine ganz tolle Überraschung. Na komm, mach deinen Angriff mal. Wie. Schön. Ich one-hitte dich. Okay. Das ist gut. Von dem Foggate könnt ihr links runterdroppen, da liegt die Peitsche. Ja, brauchen wir nicht. Doch, Peitsche. Braucht schon eine Peitsche. So eine riesige, so eine Stärke-Peitsche. Ja! Boah. Bestehend aus so Drachenwirbeln. Eine Fleischpeitsche. Moment. Drop. Der Drops ist gelutscht. Was? Ach, Steven. Ach, da war noch so ein Vieh. So, ach, was Steven. Nämlich beim ersten Mal ich immer passiert ist, war irgendwie, dass du diese Dinger nicht hast. Und dann schießen sie dich ab und dann kommt giftig. Ja, ich bin dann mal tot. Hau ihn kaputt. Mist! Ja, er ist dann mal wieder tot. Da wo gar nichts ist, der letzte Drop, um wieder rauszukommen. Naja. Eine Peitsche ist für uns ja quasi gar nichts. Huh! Hier fangen also schon die Moskitos an. Kleine Mistviecher. Lalalala. Weißt du, was mir gerade einfällt? Was? Ich hoffe, dass die Hexe unten jetzt sitzt.
Weil ich nicht weiß, ob die da nur sitzt, weil man mit dem Pyromantieleger gesprochen hat und eine Flamme hat. Oh. Ja, Alkrin geht. Adieu. Adieu, Alkrin. Nein, oh! Danke, Dark Souls. Ich wollte natürlich das Moskitenviech da oben anvisieren und nicht das Vieh, was da gerade auf mich zukommt. Siehst du, gut, dass er das erkannt hat. Ja. Das war als FIFA. Oh, das ist beim Champions League-Finale unser Turnier danach. FIFA mit Autowechsel. Der Spieler, das war ein Erlebnis. Jawohl, 3. Sehr gut. Oh, der raved gerade übelst ab. Hilfe, ich bin in ein Loch gefallen. Retten Sie mich. Würde ich gerne, aber Sie. Das tut mir leid, Sie sind unrettbar. Ja, dann halt nicht, Sie Arschloch. Ich glaube, du bist vergiftet. Ach, echt? Ja. Ziemlich sicher. Nö. Hab's tatsächlich geschafft zu Bonfire. Nicht schlecht. So, aber das können wir jetzt kindeln. Ja. Ohne Probleme. So, erstmal aus und umkehren. Mhm. Und machen ein Fach. Also es ist hier so, du hast immer 5 Flakons. Mhm. Die Scherben gibt es hier noch nicht. Mhm. Und du musst halt Menschlichkeit, die du findest, das ist ein Item einsetzen, um das anzuzünden. Und dann ist es ein stärkeres Feuer und dann kannst du 10 Flakons. Was machen wir? Und später kriegst du noch ein Item. Nur mal ein bisschen Beweglichkeit. Brauchen wir nicht. Der braucht Beweglichkeit. Später kannst du dann noch eine Vitus. Wenn ihr gleich auf die Peitsche wechselt, dann braucht ihr doch Dann kannst du auch das dreimal entfachen. Und dann hast du 20. Mhm. Allein das, dass du 20 Flakons haben konntest in Dark Souls 1. Ne. Stimmt. Und theoretisch, der Boss, den du dafür besiegen musst, ist sehr einfach und von Anfang an erreichbar. Er ist nur hinter einem schweren Gebiet. Ne. Aber wenn du das Spiel kennst, kannst du eigentlich am Anfang runterhüpfen. Zu dem Rennen, ihn besiegen und hast ganz ab Anfang an 20 Flakons an. Das ist ja nett. Ja. Aber wir haben gesagt, das machen wir nicht. Das wäre fies. Ja. So, Toilette. Toilette. Soll ich jetzt direkt zu Quilak gehen oder erstmal hier alles machen? Ja, wie du willst, frag doch den Chat. So. Chat, was sagt ihr? Soll ich jetzt gleich zum Boss gehen oder erstmal alles hier im Sumpf machen? Und zum Boss. Kann man kurz dir schon mal. Hallo du da! Na komm mal hier! Na komm mal hier! So ist aber tot! Das da kann ich ja ruhig mal holen. Du bist vergiftet. Ach echt? Ja. Aua! Ziemlich sicher. Aua! Ziemlich sicher. Schnauze! What the fuck? Warum sind hier so viele Moskitos? Das haben Moskitos so an sich. Was sonst sind eigentlich nur 2 oder habe ich es falsch in Erinnerung? Warst du schon mal in einem Sumpf? Ja. Da war noch, waren da nur 2 Moskitos. Da waren immer nur 2 Moskitos auf einmal. So, wir fahren gleich mal zum See. Du nimmst dir eine Taschenlampe und stellst dich 10 Minuten unten ans Ufer. Ich glaube, 5 reichen auch. Naja, aber 10 ist lustiger. Was hat der Chat geschrieben? Looten und dann ab zum Nebelsee. Hide schreibt Boss. Also das ist einmal... Boss und einmal looten und dann ab zum Nebelsee. Okay. Tja. Wenn es unentschieden ist, mache ich erstmal noch ein bisschen looten, bis jemand was anderes sagt noch. Pyromantie, Gift, Nebel. Boah. Ihr wart früher nicht so viele. Oh Gott. Aber ich glaube, ich werde demnächst mal nach Hause fahren. Okay. Triple Kill. Triple Kill. Triple Kill. Ich triple kille dich, du Schuft. Was wollen Sie denn schon wieder? Gehen Sie weg. Und Sie genauso. Oder auch nicht. Aber jetzt. Haha. Also siehst du, das ist alles etwas langsamer als in Dark Souls 3. Ja,
Na gut, da ich ja sowieso bei Dark Souls 3 ein Stärkebild mit einer Keule gespielt habe, ist es. Oh! Den kann ich gar nicht mehr! Hallo Medo, dich habe ich ganz vergessen! Ich glaube, das ist ein NPC, oder? Ja, ja. So komisch, wie der läuft. Haha! Ist ein Weg-Moskito. Töte die doch mal jetzt. Bin ja dabei. Töte die doch mal jetzt. So. Mach doch mal. Fertig. Hat ja auch lang genug gedauert. Alter Schwede. Menschlichkeit erhalten. Menschlichkeit und Schlachtermesser. Das ist auch eine coole Stärke. Das ist auch eine gute Kombination. Schlachtermesser und Menschlichkeit. Oh, okay. Ja, wo hat die Menschlichkeit her? Du kannst jetzt schon fast zweimal aufsteigen. Oh. Hallo du da. Guck mal hier. Ne komm, ne komm, ne komm, ne komm, ne komm. Hau ruck. Trug die einen Bikini in der Unterwäsche, hat es. Unterwäsche hat es sein, ja. Es könnte auch ein Bikini gewesen sein, man weiß es nicht. Oh, vergiftet. Hide schreibt, ich bin jemand anders und sage Boss. Hide ist jemand anderes, oh verdammt. Ja, einmal hat Hide gesagt Boss und einmal der Entwickler von Blizzard. Ja gut, wenn der Entwickler von Blizzard sagt, dann müsste man ja eigentlich dem folgen, ne? Man will ja einen Blizzard-Entwickler nicht... nicht ne? enttäuschen. Ja. Stimmt. Nee. Ich habe gerade Mildred besiegt. Ich habe ganz vergessen, dass sie auch noch hier auftaucht. Ich habe drei oder vier Schläge von R2 gebraucht. Danach war sie ziemlich platt. Trug die ein Bikini? Ja. Ja. Hallo, so. Es ist Mildred. Der Name verpflichtet. Da ist noch eine. Na, hier geht's dann zum der Weg zur Dings. Zum Feierlingsschwein. Stimmt. Müssen wir jetzt hochgehen? Das dappende Nashorn sagt hast auch. Hast du jetzt Quidax schon gemacht? Nicht, nein. Nee, wir müssen Quinnack machen. Das dabbende Nashorn sagt auch. Was wir halt Boss. Tun könnten, ja. Was wir tun könnten, ist, bevor wir Quinnack besiegen, dass wir hochgehen. Ach, die Braut sagt auch Boss. Also wir haben jetzt dreimal Boss. Ja, Moment. Okay. Also hochgehen und die Firekeepers holen, die da liegt, bei den ganzen Toxic-Viechern. Oh. Und das noch machen, bevor wir zum Boss gehen, weil dann haben wir nicht plus drei Estus Flasks. Oh, die ganzen Toxic-Viecher. Kass diesen Stelle. Wenn schon alle Boss sagen, dann tue ich das auch. Wobei das Veto eigentlich das Votum dagegen ausgefallen ist. Wo war das jetzt nochmal? Na, irgendwo oben musst du dich links, rechts halten, statt links zu gehen. Dieses soziale Phänomen nennt man Suppenzwang. Suppenzwang. Der Suppenzwang. So. Jetzt dann hier hinter dir hoch und dann irgendwann müsstest du links abbiegen, stattdessen musst du nach rechts. Rechts! Da waren die doch schon mehr als zwei. Ich habe das eigentlich so erinnert, dass immer nur zwei Moskitos gleichzeitig sind. Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ich sind jetzt gerade mehr. Es war unten die ganze Zeit vier. Dauerhaft. Ich glaube, der spuckt halt einfach in regelmäßigen Abständen, kommen die da raus. Hm. Moskito. Ja, ich glaube, hier war es. Dude! Nee, doch nicht. Ach, Scheiße. Sie haben auf sich hingewiesen. Das muss man ihnen ja lassen. Okay, also dann noch eins hoch und dann rechts. Die Chancen stehen gut, dass wir jetzt eine Tod zu Gesicht bekommen. Eine was? Höchstwahrscheinlich. Ein Dude. Oder ein Tod. Du hast die Vampire für PS4 gekauft? Ja. Okay. Ja, weil mein PC einfach das Spiel gerade nicht mehr gut schafft. Das wahrscheinlich schon. Ja, aber ich kann es auch einfach. Aber der PC wird ja nicht schlechter. Ja. Aber ich kann es auch einfach besser aufnehmen. So. Nein, zwei. Da unten. Oh, die ist es. Schnapp sie dir, Steven. Los, nein, nicht kämpfen, schnappen. Nein, Angriff noch genommen. Warum hat den Angriff noch genommen? Gut, Auftrag erfüllt. Ja. Fantastisch. Steven ist tot. Ja. Er hat gerade eben, ich bin runtergefallen. Ich weiß und nicht hat genau was, aber ich mach das schon. Oder wir gehen jetzt halt zu Quinnack. Und dann, weil dahinter können wir es dann ja auch einlösen. Ach so, bei Quinnack meinst du? Geht auch, Tod!
Wir brauchen Hashtags, Leute. Ja. Ich wusste jetzt auf der Ecke. Die Steuerung ist an sich gleich. Okay. Nicht kämpfen, schnappen, schreibt Tine. Was habt ihr denn für schöne Waffen? Es zeichnet sich ein Muster ab. Ja. Wir haben die Riesenkeule schon? Ja, ich habe doch von einem von diesen Golems das Ding bekommen. Cool. Die ist nämlich ziemlich gut. Banditenmesser hört sich schnell an. Ja, du hast ja quasi die Double-Banded Knives bei dir. Na, siehst du. Das ist egal. Wir haben keine Geschicklichkeit. Kann man hier nicht Waffen 2 nicht nehmen? Doch, aber du bist noch im Menü. Noch was heißt. So. Sehr gut. Sehr gut. So, wo muss ich lang? Rechts. Jetzt musst du lang. Naja, also. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Wow, wow! Ich glaube, ich werde doch nochmal die Waffe wechseln müssen. Ich finde, das war ein sehr, sehr guter Start. Ja, ich auch. Kannst du einfach ins Bonefire ransetzen. Dann resettet alles normal und bist auch nicht mehr vergiftet. Nip nutzt jetzt den Dolch als Wuchtwaffe. Guck mal, das zeigt mir, wie schlecht meine Augen waren. Ich konnte das von hier, ich hatte keine Chance, das zu lesen. Okay. Asibaus sagt dann gute Nacht, viel Spaß. Machst du so mehr Schuss? Oder? Also lag das daran, dass ich mit 2 hingeführt habe, dass es zu wenig Schaden gemacht hat? Nee, du hast nicht die Werte. Du hast keine Werte. Wir haben nicht genug Geschicklichkeit. Kannst du sagen, mach mal, geh mal rauf, mach mal Viereck? Nein. Im Menü. Rauf. Jetzt Viereck. Du hast 56 minus 30. Dadurch, dass du es nicht... Ja. Okay. Wir bräuchten noch einen weiteren Geschicklichkeitspunkt, das Messer zu benutzen zu können. Stärke brauchen und die Waffen sind halt auch nicht aufgewertet, ne? Unser Schwert, was wir gerade haben, ist plus 7. Ja. Deswegen ist es jetzt so mächtig. Das geht doch. Oh. Ansonsten haben wir noch unsere Keule. Die ist auch, als auch nicht schnell, aber sie ist zumindest deutlich schneller natürlich als das. Daymore, da machst du zumindest ein bisschen Schaden. Oh Gott. Ja, die Moskito-Spot-Shotte, ja. Yay! Ah, das ist gut. Gronkh spielt anscheinend gerade schon Unravel 2. Was? Okay. Haben sie auch dafür eine Testversion? Nein. Das lässt sich hier nicht wirklich verhindern. Nee, das ist halt ein riesiger Sumpf. Da muss man leben. Die Vergiftung ist hier nicht so schlimm. Gell? Also wir müssen da hinten zu dem großen Hügel. Mit den ganzen... Dahin? Ja. Ja. Und hinter der Säule mal bitte kurz nachgucken, ob da jemand sitzt. Da direkt vor dir. Ach, Unravel 2 ist ja nun erhältlich für 20 Euro. Ach, ist schon für draußen? Ach so. Ah, fuck. Große Scherbe. Sitzt noch nicht hier. War die wichtig? Das ist die bessere Feuermagierin. Ah. Also, ja, ist jetzt für uns eigentlich nicht so relevant, aber es ist eigentlich cool, sie zu haben. Ja. Weil sie halt noch über Aufladung funktioniert. Bye! Ja, ich finde eigentlich, das ist eine in Ordnung gehende Entscheidung des Moskitos. Ach ja, die drei. Fels! Na. Fels! Oh! Sehr gut. Fels! War richtig. Mhm. Fels!
Und für 20 Euro, finde ich, kann man das machen. Ja. 20 Euro ist okay, ja. Aber auch wenn es das nicht alle so, hoffentlich ist das noch eine frühe Version. Oh, jetzt ist schon draußen. Oh, er ist gerade positioniert sich gerade nichts von dir. Ach, das sind coole Dudes. Fels! Waren die einzigartig? Nee, ne? Die, nee. Fels! Fels! Und Blut. Und er läuft weg. Fels! Noch nicht? Oh. Es sind Moskitos, die haben keine große Aufmerksamkeitsspanne. Sag mal, kommt die auch mal auf eine Höhe, wo ich sie treffen kann? Der war nicht schlecht. Fett raus! Jetzt überrasche ich auch. Und das, lieber Max, sind die Vorteile von großen Waffen. Ja. Man trifft versehentlich Gegner, die man gar nicht im Visier hatte. Ja, das ist mit den Dolchen aber. Ja, aber nicht so eine große. Nichts gibt man euch. Schlaaaaaam. Die kommen übrigens immer wieder, die Moskitos. Nee. Ja, komm ich. Ich komme! Ja, danke. Ja. Fels! Ja, das ist dieser Punkt, wo man sagt, das hätte man auch mal verbessern können. Oh, la, Fels! Irgendwie mastert. Nochmal rollender Fels! Nun. Oh, das wird den Fels hier aufheben. Verdammt! Ah, ich werde dich töten! Ich bin flink wie eine Gazelle. Oder wie heißen diese Tiere mit dem langen Rüssel? Itzy bitzy Spider! Na, ich glaube, hier geht's rein. Was? Kommst du auf die komische Idee? Quelax-Sphäre. Vorsicht, total schwere, brutale Feinde! Das ging aber. Hallo. Das ging nur, wenn man keinen Helm auf hatte, ne? Ja. Wow. Okay. Das waren die brutalen, schwierigen Feinde. Wie zu Hause. Ich meine, was? Will das aufbrechen? Ja. Okay. So, dann verabschieden wir den Nip kurz. Und dann sind wir gleich wieder ein bisschen weiter, aber auch nicht mehr so lange. Ja, Quilak machen wir noch. Quilak machen wir auf jeden Fall noch, ja. Also kurz, AFK-TV. AFK-TV? Ja. Also AKFT. Ja. Okay, kurz AKFT. So, schön präsentiert hier. So gut sind die. Werde ich dann nächsten Monat sehen. Nächsten Monat? Ich gucke die ja mit Moni zusammen. Ah. Moni kommt? Ja. Wann denn? Weiß ich noch nicht. Ach so. Wenn es zeitlich passt. Ach so. Passt alles? Ich hoffe. Tschüssi. Viel Spaß euch noch. Ja, danke. Die hoch. Bis demnächst. Oh, komm gerne in den Chat in den nächsten Tagen zu den Pressekonferenzen. Jo. Jo. Ja, sagen wir. Oh, nicht. Sie sind am Schüre immer. So, dann schauen wir mal.
Dann schauen wir mal. So, da sind wir wieder, Leute. Das Ende von Akt. Entschuldigung für den Ton. So. Da mal eben Quilagun klatschen. Ich finde, ich habe heute genug getan. Ich habe den ganzen Weg von ganz oben nach unten ermöglicht. Ja. Ich finde, das ist schon mal eine Menge. Und ich habe hier noch ein bisschen was gemacht. Und ich bin gestorben bei den Toxic-Viechern, aber die Feuerhütte ist nicht. Ah! Das finde ich komisch. Geht dir das auch so, dass man manchmal, wenn man die anvisiert, einfach so auf ihn zurollt? Nee, was aber mir jetzt öfter passiert ist, dass ich halt einen Befehl, der schon ewig her ist, dass er den noch macht. Dass ja. er den noch macht. Das war vorhin bei den Hunden. Ich bin runtergedroppt und auf einmal hat er das R1, was ich noch oben irgendwann gemacht hatte, hat er noch genommen. Batschwei. So, ich frage mal, nach Quila können wir den Seelenbaum ja auch machen, ne? Ja. Nebelsee auch. Ja. Könnten wir. Das ist aber wieder so ein Fall von, muss man eigentlich gar nicht, ne? Ja. Lasst mich! Ich tue euch nichts, ihr tut ihr mir nichts. Das ist der Deal. Aber wir wollen dir ja was tun. Ja, aber ich will jetzt eigentlich nur unbeschadet zu Quila kommen. Das war so mein Plan. Also, halbwegs. Ab jetzt unbeschadet. Sobald ich außerhalb des Gifts bin. Gulp. So. Schwupp. Quilock. Du kleiner Elefant. Nee. Nee, nicht ganz. So, Hide. Aufpassen jetzt. Wichtige Plots stehen an. Zwei besonders wichtige Plots kommen jetzt. Sind zwar etwas verdeckt, ja, aber es sind zwei wichtige Plots, die jetzt kommen. Ach, Quilock. Ach, die war nicht schlimm. Die war sehr leicht. Ja, ich bin, komm, echt nicht, ich glaube, es ist mal, kann man diagonal rollen? Ja, glaube schon, oder? Ich roll immer auf den Gegner zu. Irgendwas mache ich falsch. Ui. Schick sieht's aus. Schön die Feuereffekte gemacht. Hallo, Plot. Ah, mal noch ein bisschen eckig, der Plot. Ja. Also, sind schon besser. Aber er hat jetzt Poren. Ja. Toll. Chaos Hexe Quilock. Oh, die Hexe, die Spinne sieht aber echt schon sieht cool aus. Jump! Null. Jump! Jump, Jump, die neue deutsche Welle. Ja. Jump, Jump, F-L-E-R. Lass dich nicht von ihren Plots ablenken. Oh. Komm mit dem Dark Souls 1 Timing nicht klar. Ich glaube, es kotzt. Das war weniger Schaden, als ich erwartet hätte. Ich habe es noch realisiert, aber nicht mehr ganz weggekommen. Jump. Oh, wie schnell man abvisiert halt. Jump. Oh, der war böse. Der war böse. Ich schaff das. Vor Gott sei Dank, das war mutig. Oh, jetzt hat sie aber. Jetzt hat sie Blut geleckt. Jetzt will sie dich. Jetzt will sie dich richtig. Das hat mich nicht getroffen. Du bist aber hinten in die Lava reingekommen. Das lasse ich nicht gelten. Aber du bist in die Lava reingekommen. Nee. Doch. Nee. Doch. Dann bin ich. Mann. Bist du in die Lava reingekommen. Jetzt ist die Lava weg. Das war knapp. Mit Bossen einsteigen ist immer super. Och, come on, ey. Ach, Quilock. Das war noch Zeit mit dir. Kriege das Timing nicht hin. Ach, sie legt sich auf ihn. Verdammt. Eieiei. Ja, gut. Der Graumen ist tot. Der Graumen ist tot. Der Plot hat den Chat getötet.
Nein! Alles nur nicht den Chat! Was sollen wir jetzt tun? Uns am Plot erfreuen? Anscheinend. Wenn keiner sich mit uns am Plot erfreuen will, erfreuen uns jetzt nur alleine am Plot. Frederik wird sich das merken. Ich bin nicht tot, ich schaue nur gebannt. Dann ist ja gut. Du verfolgst also gebannt den Plot. Ja. Das kann man verstehen, ja. Hey, sieh da. Lassen Sie sich triggern. So ist brav. Da ist er wieder, Digga. Triggert dich wieder, Digga. Klatsch, klatsch, für Polizisten, Sohn. Ich hab noch ein bisschen mitgenommen. Sie sehen ein bisschen mitgenommen aus. Ich habe bei ihr auch ganz vergessen mitzuschreiben. Es gab ja aber auch nicht viel zum Mitschreiben. Ja, aber man will ja, wenn wir einen Podcast machen, wollen wir ja trotzdem das sinnig. Ja, das bisschen kriegen wir schon noch hin morgen. Wie gesagt, es war ja wirklich fast nichts. Ja. Und das auf anderthalb Stunden oder so. Und selbst ihr Sportsegment war ja diesmal wirklich lame. War das früher nicht drei hier? Nee. Es kommt doch dann nach Quilak noch eine Stelle, wo die sind. Ah. Deswegen. So, mal gucken, wie ich mich anstelle. Quilak! Also ich gestehe offen zu, der Kampf eben, das war einfach scheiße von mir. Da kann ich die Schuld nirgendwo anders suchen. Ausgewichen. Du Schuft, du! Ach komm! Am Bein abgerutscht. Geht doch. Sir, Sie haben auch noch andere Moves. Ja, zum Beispiel den. Aber können Sie mal aufhören, immer auszuweichen? Gibt es ja nicht. Ich werde es Robin gleich zeigen, wenn er einen Kampf hinter sich hat, was du gemalt hast, Karma. Weil im Kampf wäre es unfair, jetzt seine Aufmerksamkeit darauf zu legen. Oh. Quatsch. Ach Gott. Böse Quilak. Böse Quilak. Warum? So eine Explosion gemacht hat. Oh, noch getroffen. Ups. Außerdem haben ihre Brüste keine Jiggle Physics. Ja, heutzutage braucht eigentlich jede Brust eine Jiggle Physik. Auch echte. Ja. Der war schön. Mit dem Bild müssen wir aber auf jeden Fall deutlich mehr in Ausdauer noch gehen. Ein wenig. Hallo? 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 Ja, ist halt... Oh! Machen Sie doch nicht direkt unter sich das Lava-Gedöns. Na gut. Was ist denn das jetzt hier? Scheiße! Dachte, es wäre weiter... Oh, Kacke! Ich dachte, es wäre weiter rechts. Wir starten Quilak. Oh, warum war denn da noch... Eigentlich war das hier alles rechts. Warum war denn da, hat sie nochmal so eine einzelne Fitzeln gemacht? Hat sie clever geplant. Ja. Muss man hier lassen. Ich hatte gerade wirklich einen Kopf, das ist alles rechts von mir. Und auf einmal war direkt hinter mir noch so eine kleine Mini-Fitze. Scheiße. So ein nerviger Gegner, scheint hier. Ja, eigentlich ist sie ziemlich cool. Ist die, ja, die ist cool, aber sie ist eigentlich jetzt auch nicht so schwer. Ist aber die, bei der viele aufgegeben haben, ne? Tatsächlich. Echt? Das war einer der Punkte, wo ich so, oh, jetzt kommt die und dann wird sie leiden und dann war sie irgendwie nach drei Versuchen tot oder so. Und ich, oh Mann, oh. Ja, deswegen, ich hab sie überhaupt nicht schwer in Erinnerung. Du hast dich, glaube ich, aber auch bei keinem so richtig, also halt, außer bei dem einzigen Boss, den man nicht bekämpfen muss. Ja, weil diese scheiß Jump-Mechanik von Dark Souls nicht hinkriege. So, hast du dich, glaube ich, bei keinem wirklich schwer getan, tatsächlich. Nee, also in meiner Erinnerung ist eigentlich, ich glaube, für Gwyn habe ich 4, 5 Versuche gebraucht. Ja.
Und dann, ich glaube, das war maximal so 4 bis 5 Versuche habe ich bei den meisten Bossen benötigt. Also auch, ich weiß, Orange ist auch eigentlich auch irgendwie beim 4. Versuch oder so. Wo du sagst, dann habe ich mit 2. Versuch mit denen geschafft. 2, ja. Da habe ich anders im Kopf, aber gut. Da ist wen ich noch nervig in Erinnerung habe, ist hier Gwendolyn. Ja, gut. Ist halt ein... Ja, ist halt aber auch nicht wirklich ein Kampfboss, ne? Ja. Wenn es kein richtiger Kampf ist, krieg es nicht hin. Ja. Ich brauche den Kampf. Ein echter Boss-Beast braucht Kämpfe und nicht so was Komisches. So. Bonjour. Je m'appelle Nikolai. Aber Sie sind eine Frau. Aha. Nun. Na, das war fast. Wollen Sie mir auf den Arsch gerade hauen? Ja, ich bin eine Frau. Ich darf das. Das ist jetzt kein Sexismus. Verdammt. Damit wollte ich gerade anfangen. Weil so funktioniert es nämlich. Nur Männer belästigen sexuell. Richtig. Frauen machen so etwas nicht. Nein. Ach, wie lange sie halt braucht. Hat sich auch gerade klug ausgetrickst. Ah! Lassen Sie das. Wieso? Ich kotze gerne Lava. Das ist mal eine lange Phase. Ist das Schwert langsam? Ja. Oh Mann. Haut aber halt auch rein, ne? Das haben sie auch ein bisschen netter gestaltet jetzt, ne? Früher hat es ja über den ganzen Bildschirm geprangt. Das verlorene ist gut zurückerlangt. Ach so. War der ganze Bildschirm voll. Man dachte, ja, lohnt sich das jetzt? Ja. Ach, fängt bestimmt gleich hier auf dem Hafenfest Feuerwerk an. Ach, ich hänge. Au. Wenn man es erkennt, aber es nicht mehr verhindern kann. Ja. Stimmt, das war aber schon öfters bei Quilak, dass man außersehen zwischen ihren Beinen irgendwie hängen bleibt, der Bastard. So, jetzt müsste das Feuer hinten nicht weg sein. Also, wenn ihr gerade irgendwelche Explosionen im Hintergrund hören sollt, das ist Feuerwerk hier. Weil hier gerade nämlich das Spandauer Hafenfest stattfindet, dieses Wochenende. Und das Highlight dieses Hafenfests ist halt immer ein großes Alter, Feuerwerk. Alter, wie es direkt hinter mich gespuckt hat, die Olle. Naja. Und gleich noch mehr. Du Olle! Ich zette gleich mal Olle! Ah! jetzt ist aber auch mal gut langsam. Ja, ganz schön viel Lava hier und so. Das ist nicht nett. Ja, ey, also das macht jetzt aber auch nicht viel Sinn, was sie da gerade tun. Ich will sie jetzt ja nicht kritisieren. Sag mal, jetzt ist aber... Gut, wir verlagern den Kampf. Guck mal, sie hat ein Smiley gemacht. Ein trauriger Smiley. Oh. Siehst du das? Da, guck, man sieht das. Das ist ein trauriger Smiley. Ist ja jetzt gut. Jetzt fang doch mal richtig an. In der Remastered Version hätten sie ihr ruhig Kurzhaare geben können, grinst. Erstens, denkt an das Bild und zweitens, was haltet ihr von der BKH in Dark Souls 1? Black Knight Hellebard. Sie versucht zu kommunizieren, sagt Hita. Wegen dem traurigen Smiley. Das heißt also, sie ist eigentlich traurig. Und das Ding ist, es passt zu ihrer Lore tatsächlich. Das passt wirklich, ja. Es ist eigentlich ein Schrei nach Hilfe. Gott, wie schön die Haare von der Spinne sitzt, so sich bewegen. Das ist schon schick. Also Quilak haben sie schon echt schick gemacht. Kann man so einen großen Boss mit so einer großen Waffe so oft abfehlen? Ja. Quilak, du hast zwar einen langen, aber so lang dann halt auch wieder nicht. Meiner ist der längste. Wait, what? Kaboom! Ja, Quilak war so ein schöner Boss, weil man kann
also bei ihr, wie bei keinem anderen Boss, sieht man halt wirklich, welches Verhalten sie halt gerade hat. Also je nachdem, wie sie sich auf der Spinne halt positioniert, sag ich mal, also sich hin und her bewegt, weißt du, welche Angriffe als nächstes kommen. Also es ist eigentlich ein ziemlich guter Lernboss, um zu verstehen, wie die Boss ja, wie gesagt, wie war der Boss, der quasi so, hast du Dark Souls verstanden? Ja oder nein? Sehr gut. Sag mal, wollen sie jetzt einfach eigentlich überhaupt keinen Fall mehr spucken? Es ist, die Arena ist wieder leer, sie können wieder. Ja, nee, ich stell grad fest, damit kann ich sie manchmal zumindest treffen. Zack. Jetzt bleiben sie doch mal stehen. Jetzt ist aber auch mal langsam gut hier, Madame. Ich treffe sie nämlich auch. So. Ja, das wäre ich auch gerade. Warte, ich kotze doch mal. Aber ich stell grad fest, ist auch nicht gut. Aber jetzt mach ich Harpoon! Verdammt! Nein! Also ich würde behaupten, der Kampf war besser als der erste Versuch. Tja, Plot ist vernichtet. Er erlöst sie! Ihre Lore erkläre ich gleich, ja? Wenn wir am entsprechenden Punkt dafür sind. 20.000! Was eigentlich, was Karma jetzt gemacht hat? Ja. Wollte wissen, wie wir das finden. Schick! Sieht cool aus. Und wenn man ja noch die Rose so sieht in den Augenhöhlen. Ja, ist cool. Und unten müssen wir wissen, war gerade Werbung. Steuererklärung fristgerecht abgeben, 31.05. Sehr gut. Dazu deine Totenschilder, ja. Markus in der Küche, habt ihr sie getötet? Ja. Ja, wir haben die Spinne platt gemacht. Es ist Zeit. Zeit, eine Glocke zu läuten. Wir haben ihre Glocken geläutet. Mit seinem großen Schwert. Oh ja. Leute. Sehr gut, erlöst von ihrem Leid. Ja. Ja, ihre Geschichte ist wirklich sehr traurig sogar. Ja, wie gesagt, erkläre ich gleich. Aber da, das ist wieder schlappig. Ja. Haben sie nichts gemacht. Die Glocken wurden gebimmelt. Ja. Dann bewege ich mich mal. Ja, es ist nicht das beste Remastered. Ja. Damit der Weg frei in das... Alter, diese Dächer. Furchtbar. Oh, holy shit. Pixelmatsch. Alter Schwede. Böse Falle. Danke, Knochen! Yay! Glockenlaut in Quilag! Woo! Yay! Ja! Ja, und dann geht's hier halt noch in ein weiteres Gebiet, wo man später hin muss, nämlich in das Feuerland. Man kann den Boss da jetzt auch schon machen, ne? Ja, da ist. Wenn man möchte. Ach, den Riesen da? Ja. Boah. Könnte man. Nein, die war's nicht. Die war's. Was. So. Ey, du da. Bald wird es ein Tattoo von dir, also für dich. Oh, okay. Oh, dear. What have we here? Are you a new servant? Ja, sind wir. Wir sind ein großartiger Diener. But you have no eggs. No matter. Go along and have audience. Bester Wächter ever. That you will mind your manners. Und wir werden immer unser Benehmen achten. Los, Krabbe aus dem Weg. Schneller! Komm schon, sonst müssen wir dich doch töten. Geh, los, lauf. Ich überlege, ob ich da jetzt einfach nicht rangehe und dann würde ich den Heimatknochen benutzen. Aber ich kann auch einfach wieder außen rum. Ach komm, ich glaube, es ist nämlich ein Beamfeuer, glaube ich. Ja. So. So, hallo. Ja, und hier kommt jetzt das, wenn man den alten Hexenring hat. Wenn man am Anfang wählen kann, damit kann man mit ihr sprechen, weil das der Ring von Quilag ist, ihrer Schwester. Kann den nicht aber freischalten? Weiß ich nicht. Irgendwo bekommen? So, jetzt verstärken wir erstmal das Estus-Flakon. So, die Story ist nämlich die, Quilag und Quilala sind Hexen von Izalith, heißen die, die sogenannte Chaosflamme erschaffen haben, die dann auch wieder
zur Vernichtung der Drachen beigetragen hat, aber dann eben auch wieder unter anderem ein ganzes Königreich in Flammen gesetzt hat, weil es nicht kontrollierbar ist und nicht ausgeht. Genau. Hier, das ist halt eine Feuerhüterin, die wichtig ist, um die Flamme der Welt am Lodern zu halten. Genau. Und jetzt, wo die Welt am Sterben ist, wird sie aber krank und stirbt so langsam vor sich hin. Und Quilag ist eigentlich nur hier, um sie mit Essen zu versorgen und sie zu beschützen. Ja. So, das ist Quilags Aufgabe. Deswegen ist sie hier und beißt halt alles weg, was ihr in den Weg kommt, weil ihre Schwester krank ist, sich nicht mehr wehren kann. Und wenn sie stirbt, was man eben auch machen kann, man kann sie ja auch töten, ja, damit das Feuer in der Welt weiter stirbt. So. Ja. Ja, und das, weil sie so spinnmäßig sind, ist halt deswegen durch diese Chaosflamme sind halt alle möglichen Mutationen entstanden und aus der Chaosflamme sind auch andere Kreaturen entstanden, wie zum Beispiel die ganzen Dämonen, die so existieren. Also zum Beispiel der Brückendämon, der Capra-Dämon, den wir schon begegnet sind jetzt hier, die wir schon besiegt haben als Bosse, sind erschaffen worden aus der Chaosflamme. Und ein ganzes Königreich hat sich ja dann später, wie man durch Dark Souls 2 und Dark Souls 3 erfährt, hat sich ja daraus gebildet. Ein ganzes Dämonenkönigreich. Ja. Ja, und das ist nämlich, weil man den Ring hat, der riecht halt nach Quilag und sie sieht nichts mehr, sie ist blind wie jede Feuerhüterin. Genau. Und sie denkt dann, man wäre Quilag. Und sagt dann halt wirklich so ganz schwächlich: Ich habe Hunger, bist du hier, um mir Essen zu bringen? Und so. Und bedankt sich, dass man sie immer beschützt und so. Und in Wahrheit steht gerade der Mörder ihrer Schwester vor ihr. Ja. Das ist schon ziemlich böse. Ja. So, kann man auch ein Eid leisten, das machen wir jetzt aber nicht. Weil wir wollen ja eigentlich mal ein Sambro werden. So. Oh, Condi mal ein bisschen. Ja, wäre nicht schlecht. Ich kann noch eine kleine Quetschseele nehmen. Wie viel fehlt uns? 1000? Hm. Was sind 1000? Ah, 200 reicht das? Wahrscheinlich nicht, ne? Könnte knapp wie. Ah! Da! Nicht verlassen. Könnte knapp zu wenig sein. Das steht gar nicht da. Hm. Das reicht. Jawohl. Ganz knapp reicht es. Sehr gut. Stärker. Stärker. War hier noch was? Ich glaube nicht. Ne? Ich weiß es nicht mehr. So, und jetzt. Hau auf kaputt. Nee. Okay. Und dann kommt dann auch wieder zu. Hier, ihr habt ja diesen Madenviecher vorhin gesehen. Ne? Wenn man die Dudes hier erschlägt. Dann kommen Madenviecher so raus. Ja, und ja, im Prinzip nutzt Quilag die halt, also legt die Eier nicht drauf, um neue Feuerhüterinnen oder was auch immer zu erschaffen, sondern damit die halt von diesen Maden befallen werden und Essen für ihre Schwester werden. Ja. So. Und wenn du gegen die kämpfst und von diesen Maden mehrmals ohne Helm getroffen wirst, dann kriegst du selbst einen Eierkopf, weil dann eine Made in dir liegt. Und das brauchst du, um diesen Eid voranzubringen. Du wirst aber konstant verletzt und irgendwann stirbst du einfach, weil die Maden dich zu sehr zerfressen haben. Ja. Alles sehr lustig. Und hier ist der Weg halt hinab ins Feuergebiet. In das Dämonenkönigreich. Ja, ich überlege, also ich denke mal, Ceaseless Discharge wollen wir jetzt hier nur mit dem Trick schaffen, den es gibt. Aber das brauchen wir eigentlich noch nicht, oder? Hm. Ach, das ist Bonfire schon mal holen. Ah, die Wand hinten öffnet sich, wenn ihr Quilag-Schwester mit Menschlichkeit versorgt. So war's. Ah, okay. Was war denn dahinter denn? Das weiß ich nicht mehr. So, na dann laufen wir mal zurück. Dagegen sind die Eide in Dark Souls 3 ja langweilig. Ja, also in Sachen Eide war eins wirklich das Beste. Ja. Da war auch ruhig noch Story dahinter und die Eide haben sogar noch miteinander korrespondiert. Also, es hat hier wirklich im Gegensatz zu 3 besonders... du kannst immer nur eine Eid haben, du kannst sie nicht einfach mit einem Item wechseln. Genau. Und wenn du ihn wechselst, bist du ein Verräter, was sowohl dazu führt, dass dich andere Spieler jagen, die dem anderen Eid, den du verraten hast, angehört, wenn du online spielst, aber auch zum Beispiel bei einem Eid in so einem Waldgebiet, wenn du die verrätst, dann jagen die dich in dem Gebiet. Ja. Dann schicken die Jäger los, um deinen Verrat zu rächen. Und bestimmte Händler, die damit zu tun, also ein Händler, der damit zu tun hat, handelt nicht mehr mit dir und so weiter. Weil du den Eid verraten hast. Ja, das haben sie alles dann immer weiter weggekürzt. Wenn ihr den Butler da tötet, bekommt ihr 2 Eibeseitiger. Der Trick funktioniert nicht mehr. Ah. Also hat man mal bekommen. So, ja, ich könnte jetzt bei Town dann auch noch zu Ende erkunden. Ne? Gibt schon noch ein paar große Scherben und den Baum. Bevor wir nach Sands Fortress gehen.
Ja, krass, ne? Da haben wir jetzt auch, wenn wir den Sense Fortress haben und den Iron Golem, da haben wir schon fast die Hälfte des Spiels fertig. Ja. So. Dann sind wir ja schon in Anwendung. So, in der Ecke noch irgendwas? Glaube nicht. Nee, ne? Nee. Huch! Okay. Beim Feuerdämon muss man nun wirklich mal ausweichen. Aha, nicht vergiftet. Doch, der Trick funktioniert noch, Karma. Der ist noch drin. Ich habe letztens nämlich jemand das Remastered spielen sehen, der funktioniert noch. Welcher Trick eigentlich? Na, du kannst Ceaseless Charge, weil es ist nämlich auch kein Trick, es ist ja sogar lore-mäßig begründet. Du kannst Ceaseless Charge weglocken zum Foggate. Und dann steht er da und wenn er ein paar Mal zugehauen hat, dann liegt sein Arm so da und er steht am Abgrund, an diesem Feuerabgrund. Und wenn du dann den Arm abhaust, fällt er runter mit einer eigenen Animation und ist sofort tot. Ach, okay. Weil, wie gesagt, Karma, sie haben ja sogar eine eigene Animation reingepackt dafür. Das ist nämlich kein Fehler, das ist schon gewollt, dass das geht. Fels! Warum mag keiner unsere Felsen? Die sind toll! Gucken Sie mal, ich kann den Fels rollen. Roll. Ja, das machen Sie ganz toll. Ah, mein Arsch! Warum schlagen Sie mir auf den Arsch? Ach, Sie sind diese bekannte Arschklopper. Oh. Er hatte seinen Fels noch nicht oben. Da. Roll. Nicht schon wieder der Arsch. Au! Das ist ein scheusales Monster. Was soll das? Ich glaube aber, dann ist das eher bei dir ein Bug-Karma. Ich hatte es nämlich, bei mir hat es nämlich auch in der Urversion schon nicht wirklich funktioniert mit Ceaseless Charge. Ich habe probiert, das nachzumachen, weil ich den Boss nämlich nervig finde. Rolle. Aua! Ach, der führt die ganze Zeit nur ein Verkaufsgespräch für seine Felsen, der arme Kerl. Oh. Ah. Rolle. Ah, nicht der Arsch! Doch der Arsch. Immer auf den Arsch. Das nennt sich Female Empowerment. Riesengeule! Jawohl. Die ist halt auch echt geil. Die Riesenkeule? Oder die Riesenkeule? Auch geil. Im Englischen heißt es halt Large und Great. Ja. Riesenkeule? Riesenkeule. Weil die ist nämlich, die hat am Ende auch A und hat 135 Grundschaden. Oh, die können sogar schon bald. Nee, 28 Stärke nur? Ja. Ach krass, jetzt aber sie ist halt noch mal langsamer als der Zweihänder. Aber sie bumst halt ordentlich rein. Sie bumst richtig. Bleib mal da draußen. Nein, jetzt bumsen wir hier draußen. Oh ja, Moment. Ja, knallen drinnen wie draußen. Ja. Mein bevorzugtes Silvestermotto. Sie hätte einfach weitergehen können, ich schlafe hier. Ich hätte. Hätte Fahrradkette. Ja, ich habe ja schon geguckt, ich habe ja schon die Dings getötet. Die. Mildred. Mildred. Da habe ich schon umgekloppt. Wie gesagt, es waren, glaube ich, drei oder vier von den R2-Schlägen mit so einem Zweier, dann war es wie tot. Ja, man geht halt sonst wirklich einfach krass unausgerüstet hier rein, ne? Ja. So, wenn man noch keine Erfahrung hat mit dem Spiel. Das stimmt. Du kannst so mächtig sein, eigentlich, wenn du einfach mal ein paar extra Wege auf dich nimmst. Ja. Sagen Sie, wollen Sie sich das nicht überlegen? Ja, offensichtlich. Ist aber so, ansonsten wären wir jetzt mit unseren kleinen Knüppel entweder hier drin, ja, oder wir hätten jetzt die Riesenkeule ausgerüstet. Ja. Also die normale. Ja, du steuerst auch einfach beim ersten Mal vom Leveln her und so nicht so gezielt, ja, auf Dinge hin. Also ich weiß nicht, hier so eine Waffen, die habe ich halt relativ spät im Spiel erst ausgerüstet. Ja. Ja, wenn man am Anfang halt noch viel mehr auf Vitalität zum Beispiel geht, noch viel mehr auf Belastbarkeit. Da war ich schon. Da warst du schon? Hm. Okay. Ja, auch? Ja. Da war das. Irgendein Outfit war da. Ah, ja, hier. Also, die Maler habe ich schon getötet. Na gut, dann da hinten das Wurzel hoch. Und dann das Wurzel wieder runter. Oh. Gut, dass du das machst, weil das ist dein Medi, droppen und so. Oh Gott. Hm? Das war lustig. Der arme Kerl. So, Hide, wir hätten dann gern eine finale Bewertung des Plots vom Bosskampf eben. Ja, wie fandest du den? Und unter Einbeziehung der Lore auch. Ja. Und aber auch des eigentlichen Plots halt natürlich. Hauptsächlich des Plots. Ja. Wie fandest du ihren Plot? Also der Notdienst findet ihren Plot schon mal sehr interessant. Ja. Der kommt sofort angeeilt.
Ist dann auch so geil. Dann denkst du so, boah, ich hab ein Secret gefunden. Yay! Ja, vor allem, ich finde, auf die da kommst du, also ich bin ja tatsächlich selber drauf gekommen, ja. Aber die da siehst du, da denkst du auch, okay. Irgendwas stimmt. Aber dann, das hier ist schon echt mies. Ja. Das ist gleich dahinter nochmal eine. Aber ich bin drauf gekommen damals tatsächlich. Ich glaube, du hast mir damals gesagt, oder ich hab dagegen geschlagen, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, du wolltest gehen, ich hab so, So irgendwie. Irgendwie so, das kann sein, ja. Aber wenn wir da runtergehen, müssen wir sie dann auch machen, ne? Den Gegner da. Finde ich. Also, wir machen so viel Schaden. Ja. Wir könnten es eigentlich packen. So. Bonfire! Bonfire aller Bonfires. So, jetzt hoffen wir, dass wir den 60 FPS-Glitch rausgeholt haben. Aus der Stelle hier, sonst wird der Weg nach wieder nach oben lustig. La 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 la. La 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 la. Ja, hier waren wir an der Stelle. 60 FPS. Warte, wir können ja gleich mal testen. Ah, man kommt wieder hoch, okay. Ah, stimmt, jemand ist immer hängen geblieben. Genau, den Seitwärtsgang erstmal. Ach, war gar nicht, genau, okay. Plot 8 von 10 mit kürzeren Haaren wäre der Plot noch besser. Ich auch bei Dark Souls 3, da haben die es ja auch beim Wählenden See gemacht. Ich dachte, wir werden Seitengang. Ich hab falsch geguckt. Ist hier noch was? Oder muss ich jetzt droppen? Muss man hier nicht auch später hin wegen Zwiebelritter? Nee, der steht im Bleitown einfach am Ende. Was so. Ha! Wie man den Schatten halt schon sieht. Ja. Nein. Es gibt sie noch. Okay. Es gibt sie tatsächlich noch. Es ist Holz, was hast du erwartet? Wupp. Holz ist unser Feind. Brocken. Brocken, kann man gebrauchen. Brocken! Give us a Brocken! Give us Brocken! Brocken. Okay. Das ist halt, ne, das ist halt auch so unsouls, weil du kannst dich halt nicht drauf verlassen. Ja, ja. So, du denkst, ja, eigentlich passt da locker durch, aber es muss halt nicht sein, weil dich der Stock dann auf magische Art und Weise wegschiebt. Naja. Ach, goddammit. Ach, das ist ja schlimm. Ha! Quackies! Nun! Quackies! Nee. Vor allem bei denen sieht es viel gefährlicher aus mit dem schwarzen Nebel noch. Durchs Auge durch. Ich mag unsere Reichweite. Ja, die ist schon gut. Feuerwerk! Feuerwerk! Großer See. Wir kommen auf. See. Schock. ich glaube, hier geht's dann einfach nur wieder. Oder? Ja. Muss ja einfach wieder hoch, ne? Ja. Ja. Aber. Da unter dir war noch irgendwo ein Item. Da. Oder klappt das? Bestimmt. Vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Let's hope. Nope. Schön, wie der Schatten gerade noch dreimal war. Ja. Findest du elegant aus. Ja. Also schön runtergerutscht. Och nö. Ja, soll ich? So ein bisschen hier runtergehen. Schnauze. Runter. Ich habe diese Stelle ein einziges Mal gemacht. Was sind die so komisch aus? Sieht das nicht? Guck mal, da bist du gestorben. Ah. Hui. Hier runter? Ach so, oder hier halt runter und dann. An den Fröschis? Nee. Und dann hier lang? Und dann kommt unser Item. So weit. Goddammit. Roter Brocken! Sehr gut.
Give us all the broken. The broken are almighty. We like the broken. Da kommt der deutsche Brocken. Das war ein schöner Klang. Klang, 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 klang. Da jetzt runter. Wahrscheinlich, wa? Wie? Dann gehst du noch weit. War da jetzt auch was mit Fröschis irgendwas oben? Klingt einfach, als würde der über euch Möbel umräumen, so dumpf. Ja. Ja, könnte auch passieren. Er entfacht ja auch gerne ein Feuerwerk der Leidenschaft. Oh nein! Quarkis! Wie auch immer der Schatten dahin. Ich weiß es nicht. Passt. Es sieht aber bedrohlich aus. Mhm. Und das ist das Wichtigste. Das ist sehr strange. The fuck? Wo kommt der Schatten jetzt her? Ach, da ist ein Quarki. Hallo. Aber das ist ja kein Quarki-Schatten. Nee, nee, der nicht. Der andere halt. Was spuckt der da oben rum? Ja, lass ihn doch. Ah, hier auch irgendein Seitengang? Ich glaube nicht, nein. Ist das deine offizielle Meinung? Ja, ich mag dieses Gebiet einfach nicht. Da muss er auch wieder von irgendwo anders hin joggen, ne? Ist egal. Wo kommst du jetzt her? Ja, die stehen hier rum. Da eben sind auch nochmal Quarkis. Achso. Hallo. Eine Motte ist gerade reingeflogen. Ach, verdammt. Hallo, naja. Motte. Hallo. Hui. Das Dark Souls von damals mit den heutigen, mit der heutigen beeindruckenden Technik, meine Damen und Herren. Random Schatten auf dem Boden. Was ein Held. Aber ich fand die sterbende Schwan-Nummer hat er doch gut gemacht. Ja. Ich fand's auch sehr überzeugend. Ach, fick dich, du doofe Motte, ey. Flieg doch raus. Weißt du, und ich, gut Mensch, fang dich dann wieder ein und bring dich raus, anstatt dich einfach zu klatschen. Ah, jetzt ist in den Flur geflogen, oder? Scheiße. Ach, nein, da ist es. Ja. Mal zumindest verhindern, dass sie zu meinen Klamotten fliegt. So, let's try. Nein, nein, nein! Oh, das war knapp! Das war knapp! Das war knapp! Das war knapp! Du fühlst dich wie verflucht. Do we have magic hair? No. Magic hands? No. Do you talk to animals? No. Do you get poisoned? No. Enslaved or kidnapped? No. Are you guys okay? Should I call the police? Verdammt! Der Grauton ist zu klein. Der Grauton ist zu klein. Ja! Marty, catch the moth. Ach, ich bin so awesome. Ich habe sie gelockt. So, jetzt muss ich nur so wegziehen, dass ich mich da gar nicht fliegt. Good luck. Flieg und Sieg. Und das draußen wird vom erstbesten Vogel gefressen. Ja, gut, das kann ich jetzt nicht mehr beeinflussen. Das ist nicht mehr in meiner Hand. Und wir kommen runter zu den Pilzen. Die sind so awesome. Die sind so toll. Pilzguys. Vor allem einfach jeder mit den Pilzen das erste Mal selber Erlebnis hat so. Oh, die sind ja niedlich. What the? Oh, er ist runtergeflogen. Oh, die sind so toll. Guck sie dir an, die Dudes. Hallo, Niesen. Hier, guck doch mal. Das ist ihr Angriff. Guck mal, wie er boxt. Da. Oh. Was die Kleinen davon schon aushalten, Alter. Die Rücken von denen sehen aber auch echt scheiße aus. Ein bisschen, ne? Wer seinen toten Buddy schiebt. Jeder sagt, oh. Die sind so toll. Oh.
Geräusch, und den das auch so herzhaft. Hört man den Sound, den sie machen? Das sind die ganzen toten Quarkies. Ja, aber das... Das Bye. Ist ein komisches Remastered. Droppen die auch Pilzhüte? Nein, leider nicht. Leider nicht. Ist das Und da ist überall Mama-Pilz. Und da sind Babypilze. Mama-Pilz und Babypilz. Wow! Ich kann mich los, Pilz! Boah! Ich kann bei denen nicht anders. Selbst wenn ich spiele, bin ich für Pilze. Scheiße. Ich bin dafür, dass sie mich überleben. Guck mal, da liegt sein toter Geselle. Oh, ich kann nicht weg. Lass meine Kinder in Ruhe. Hallo. Für meinen Bruder. Ich habe einen deiner Brüder getötet. Haha. Na warte. Au. Man kann ja auch nicht richtig blocken, also nicht abwehren so. Attacke! Oh! Aber wie auch das Blut spritzt bei dir, ja? Wenn die nicht rammen. Hier wäre eine Flammenwaffe jetzt ganz gut. Ja. Ja, ich finde, die brauchst du jetzt auch nicht. Oder geh erstmal draußen ans Bonfire. Machen wir es doch so. Draußen ans Bonfire? Ja. Irgendwo hier ist eins. Achtung, immer schön gerade laufen. Hier gibt es nämlich auch Stellen, wo du hängen bleiben kannst. Es gibt hier eine Stelle, kannst du reinrutschen, dann kommst du nur mit dem Homeward Bone weg. Da draußen, da drüben ist es. Ja. Irgendwo hier war das. Dann stand ich da und dachte, geil. Die Musik hier. Es ist halt schon beeindruckend. Ja. Hide gestatten, der schwelende See. Hi, Hydra! Oh Gott. Das ist so geil. Also, wie man Dark Souls einfach immer wieder was Neues sieht. Ich wusste nicht, dass der einfach rüberspringen kann. Den Sandstrand. Mehr Tattoo-Designs. Ja, eine Rose. Ach, der schwelende See. Ja, das Ding ist, die ganze Welt ist eigentlich wird von diesen ganzen Bäumen gehalten. Ja. Die halt durch die Zerstörung der Drachen und durch das Feuer von Izan, die zum Beispiel auch zerstört worden sind. Ein weiterer Grund, warum die Welt dem Untergang geweiht ist. Ja, schicki. Oh ja. Das, was hier an der Frau zu sehen ist, wird das auch gestochen oder hat sie sich das schon gestochen oder wie auch immer? Hey, hey Hydra, bang, bang. Come to me, so I can kill you tonight. Hey, hey, hello, baby. Oh mein Gott. I must flee, because you're wild. Das Spotify hat schon aktiviert? Ja. Komm, wie ist sie dazu zu springen? Ich glaube, sie musste schon sehen, sie musste schon angreifen. Hey, hallo. Also weißt du, der ist dann hier lang gelaufen, dann ist sie halt rüber gejumpt. Das ist natürlich jetzt zu locken. Komm, komm, ich will es sehen. Ich will es selber sehen. Komm schon. Komm schon. Oh, jetzt! Nee, normal gespalt. Churchy ist wieder da. Weiß nicht, zwar nicht wie lange, aber mehr als 100 Minuten für ein Match halte ich gar nicht. Das ist so geil. Dann denkt man, ach fuck you, ich gehe einfach und sie, ja, ja, fuck you. Ja, und gleich die Schildkröte, Muschel. Schildkröte, Muschel. Alles dasselbe. Willkommen zurück, Churchy. Ja, welcome back. Und dann sind wir wieder back. Und dann gehen wir nochmal eben kurz weg. Und dann sind wir wieder back. Und dann gehen wir nochmal eben. Sind wir jetzt sterben? Jetzt. Na gut.
Die ist aber sehr passiv heute, die Hydra. Ich sagen, die Hydra ist aber auch sehr nett, dass ich doch die beiden Muscheln natürlich... Die ist selber überrascht davon, dass sie das kann. Ja. Völlig überfordert. Oh, im Nahkampf waren die so, war die so scheiße, ey. Hallo! Na, kannst du nicht am Wasser treffen, ne? Du musst... Genau. Ich hab jetzt eigentlich gedacht, dass die wieder einen Nahkampfangriff macht. Ja, ich glaube, du bist jetzt gerade zu nah dran dafür. Ja. Oh, sie one-shot! Okay. Dann machen sie wohl doch später. Sie one-shot mich noch. Dann machen wir sie wohl noch später. Oh, sie hat mich gerade ungünstig erwischt, ich weiß es nicht. Und dann sind wir wieder weg. Hakt der Stream bei euch auch gerade so? Ich hoffe nicht. Okay, bei uns ist er gerade stehen geblieben. Hm. Ist der PC tot? Nein, der PC ist nicht tot. Das ist gut. Da ist er wieder da. Okay, unser Stream hakt gerade extrem. Ist das bei euch auch so? Sind wir doch da? Zumindest ist das Spiel höflich und sieht's durch. Ja. Hm. Das kann man aber auch erwarten, finde ich. Ich probiere es nochmal. Hatten wir viele Seelen? 5000. Hm, warte. Man will ja nichts. Bei Hide ist alles flüssig. Okay. Gut. Bei George G auch. Okay. Das ist alles toll. Bei Bomba. Gut. Gut, 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 gut. Das Gebiet ist so komisch. Ja. Aber wunderschön. Muss ja. Man sagen. Ja, und später ist das hier halt der schwelende See und der letzte Zufluchtsort der Dämonen in Dark Souls 3. Ja. Ja! Oh Gott! Sieht so lustig aus. Ja. So merkwürdig. Es, ja, irgendwie, es passt überhaupt nicht rein, ne? Ja. In Dark Souls. Ha! Ich hab sie verschreckt. Ja. Plopp. Noch wieder. Ah, nee, sie kommt. Verdammt. Sie wurden halt getriggert durch die Hydra. Da ist er wieder, Digga. Triggert dich wieder, Digga. Das ist auch so ein geiler Gegner. Wassermarsch! Danke! Okay. Hasse sie. Wollt ihr schon Nahkampf? Nein! Oh Gott! Au! Ich glaube, wir sollten sie später machen. Jetzt kommt der Nahkampf. Immer noch nicht! Hallo! Nahkampf, hallo! Jetzt. Ja. Ja. Viel zu früh. Aber überlebt, okay. Man sieht nichts. Du hast irgendwas getroffen. Sie war sich gerade uneinig. Ha! Dadadam. Bei dem Vieh muss ich an Lapras aus Pokémon denken, das Wasservieh, auf dem die immer geritten sind, ja. Oh. Nein, die arme, was krötligen Schildmuscheln wurden von Lapras gerichtet. Tja, ein vielköpfiges Lapras. Ja, gut. Nahkampf, hallo Hydra, jetzt. Au, 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 au. Das klappt so nicht, Steve. Irgendwie nicht. Bonefire und ein Kindle, dafür wir 10 Stück haben. Ja, selbst dann wird's eng. Halt dich doch mal. Ja, ich überlege gerade halt, ob ich gehe oder nicht. Weil. Ja. Wir sind so langsam, ich schaffe nur einen Schlag immer. Nein! Nein! Du bist in die reingerollt. Ja. Ja, gut, es ist schon machbar. Ich glaube, hier, wenn ich hier stehe, ist ganz gut. Sie scheinen immer nur dahin zu schlagen, wo ihr Köpfe auch können. Ja! Nein! Mhm. Ja, ja. Ich habe auch nicht extra vor auf den rechten Stick gedrückt. Ja, es ist schon machbar.
Ich weiß nicht mal, ob die was gegeben haben, was sinnvoll ist. Keine Ahnung. Au. Ja, ich finde es auch einer der wenigen Bosse in Dark Souls, die, oder Gegner, die einfach ein bisschen Glück sind. Naja. So. Hier halt noch mehr als bei der anderen Hydra. Ja, gut. Ja. Hau das Wasser kaputt, damit Labras nicht mehr schwimmen kann. Gute Idee! Also ich bin nicht sauer, wenn du sagst, wir machen das später. Also es muss aber durchgehen, ne? Ja. Wollen wir da denn den Eid annehmen? Weiß ich nicht, wir sind ein Sunbro. Kann man denn Sunbro werden? Weiß ich nicht mehr. Da waren die Urschlangen schon. Urschlangen? Da haben wir doch einiges vergessen. Achso, ich glaube, ja, ich glaube, ich weiß, was ich meine. Nein. Alter. Also wenn es bei euch nicht mehr flüssig läuft, sagt Bescheid, ja. Bei uns ist gerade erst meilenweit hinterher und hält immer spontan an und ist dann plötzlich ein paar Sekunden weiter. Huch. Untergetaucht. Untergetaucht. Da ist er ja. Das ist so strange. Geblockt. Nicht zu erschlagen, das machen nur wir. Die war noch auch irgendein Experiment von Seas, ne? Fuck. Ja. Ich kann mich gerade darauf verlassen, dass sie jetzt immer schön weiter brav bleibt und nicht so oft schießt. Das hat sie schon früher geschossen. Diese Hydra. Du meinst diese Muscheln? Mhm. Kann sein. Mit etwas Glück droppen die Mupfeln und funkeln sie dann nicht. Ja. Genau. Und Purging Stones. Können sie auch droppen. Aber wer braucht das schon? Mupfeln? Mupfeln? Mupfeln. Muscheln. Mupfeln halt. Jeder kennt doch Mupfeln. Ja. Jeder hat doch auch eine Mupfel. Hast du etwa das Urmel nie gesehen? Urmeli! Das ist meine Mupfel. Das ist meine Mupfel. So, seien Sie mal nicht so aggressiv. Oh, aber es schafft, aber es schafft. Ausruhen, 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 weiterlaufen. Ich glaube, sie jumpt gerade. Jump, jump, die neue deutsche Welle. Ja, du auch, fahr hoch. Fahr hoch. Warum haben sie jetzt ihren Nahkampfangriff gemacht? Tja. Ihr seht mich niemand. Ha! Ah. Ah, Überraschung. Ey, warten Sie. Oh, ich hab's nicht gesehen. Ach, verdammt, da habe ich nicht dran gedacht. Schluss, dass diesen ganzen Wasser hier mal irgendwann Lava wird. Lava, Lava, Lava. Ach, die Krötlingen Schildmuscheln und... Was? Die Krötlingen Schildmuscheln und nein, ich habe Omas und alles nie gesehen, gelesen oder gehört. Alter Schwede. Was? Der Thesis-Server will einfach nicht antworten. Oh. Dann kann... Ja, ich bin tot. Oh. Das ist ja doof. Und dann kannst du depressiven Seebären nicht. Ich komme aus dem Osten, wir halten nichts. Ach Mann. Oh, das ist mir glaube ich auch noch nie passiert, dass sie mich da weggesnackt hat. Ach. Wir wollen doch nur mal kurz den Drachen zeigen. Du volle Hydra, du. Mr. Lava Lava.
Was denn? Was hast du denn? Nichts. Okay. Eigentlich wollte ich um 23 Uhr aufhören. Achso? Setz Dark Souls. Ich hab es. Wir hoffen ja gerade ein bisschen, dass wir vielleicht nicht springen, wenn wir nahe genug hier sind. Also ich glaube, sie macht es gerade schon zum Sprung bereit. Ja, da ist, ja, da ist er schon. Okay. Haken schlagen, aber nicht so, dass du ins Wasser plumpst, kannst, wenn sie dich verlinkt. Hier irgendwo was? Ja, stimmt, da ist noch was, ja. Froschies und Items und so da oben drauf. Da oben drauf, ne? Ja. Hallo. Ich bin Madame Hydra. Ja, lass uns das mal bitte sein. Ah, Kamera. Haha, den Schwertgriff. Putsch. Vielleicht vergisst sie uns, wenn wir hier reinlaufen. Ja. Sie sind schon wieder im Baum. Na, hier gibt's ja auch nichts als Bäume und See. Das war schwächere Frösche wieder, oder? Oder habe ich den vorhin nur doof getroffen? Frosch lebt noch? Mist. Und beim anderen tut er so, als ob er noch lebt, wenn er wenig mitzerrt. Das war noch zwei Frösche. Sterbt ihr, wenn ihr ins Wasser geht, ist dieses typische Dark Souls, an manchen Wasserstellen kannst du laufen, an manchen nicht. Ja, wobei du es hier siehst. Ne? Ja. Du siehst, weil dir ist Land unter Wasser. Also du weißt, wo du abstürzt. Der Pilz ist ja niedlich, ja. Aber wenn er einen trifft, ist er fast der One-Punch-Man. Ja. Also, wenn er ins Gesicht trifft. Ich glaube, die Hydra hat uns nicht vergessen. Ich glaube auch. Ist nur so ein Gedanke, aber habe da so das Gefühl. Meinst du echt? Ja. Sie weiß noch, wo wir sind. Warum weiß sie denn sowas noch? Das sieht, der sieht Backstab aus wie ein mutierter Raving Rabbit. Das war wirklich sehr mutiert. Nope. Oh, das war knapp. Ein gelangweilter Rabbit. Nein! Oh. Da hat man mal gekonnt mit dem Schlag umgedreht. So. Die droppen nicht mal was. Was war denn jetzt hier drin? Ach, hier. Hi. Haha. Nee, irgendwo. Aber irgendwas war hier, glaube ich. Wenn man seit Jahren wütend ist, wird man wohl einmal gelangweilt sein dürfen. Da liegt was. Oh, wie kommen wir denn da hin? Ist hier irgendein geheimer Gang? Das kann sein. Karma, hilf uns. Karma? Können wir nochmal oben hin? Aber muss man wirklich von da aus und da ist eine neue Wurzel, mit der man hochkommt. Hallo! Oh Gott! Was geht doch ganz normal zurück? So ist brav! Das war fast das Wasser. Da müsste man von Pilz zu Pilz spülen. Glaube ich aber nicht eigentlich. Ja, oh. Nice. Ich rutsche sehr. Karma! Karma! Wo ist denn der Terroristenführer, wenn man braucht? Karma ist no bitch. Nee. That's not it. Gibt doch diesen einen Weg, ne? Vielleicht therapiert die Hydra ihn ja, aber da die beiden ihn gerade umgebracht haben, hat er keine Chance, mein tolles Leben abseits von Blut zu führen.
Ja, wir machen uns unsere eigene Lore. No. Das kommt mir immer schon gut. Das kann ich euch leider auch nicht mehr sagen. Oh, verdammt. Was? Was? Karma weiß etwas nicht? Das muss ja fast was mit dem anderen Ausgang zu tun haben, oder? Ich weiß nicht. Oder haben wir gerade ein sehr großes Haustier vor der Tür? Nee, hier geht's ja einfach nur wieder. Wieder rum? Ha. Hallo? Na? Das ist also ein Hydra-Point. Mist. Aber ich wurde hier gerade nicht getroffen. Ja, ja, ich wurde auch ein paar Mal nicht getroffen. Aber das ist halt... Au. Ne? Nichts, worauf man sich verlassen kann. Ja, warte mal. Ach komm! Das ist also ein Hydra-Point. Wo sie ein Trauma abschlägt, wachsen zwei neue nach. Genau. Hm, na gut, egal. Praktisch, sie kann sieben Leute gleichzeitig behandeln. Keine langen Wartelisten. Hm. Na gut. Ich glaube, es war ein Wunder, bin ich mir ziemlich sicher. Also für uns eh. Alter. Setz mich doch gleich in den Baum rein. Ja, ich meine, man sagt ja, vier Augen sehen besser als zwei. Wie gut dann erst eine Therapie sein muss, wenn da etliche Hydrapeuten gleichzeitig zuhören. Dark Souls 1 ist der Teil, den ich am wenigsten gespielt habe, sagt Karma. Tja. Ja. Ich glaube, du musst jetzt wirklich hingucken und dann aktiv ausweichen, wenn es... Ja, oder sie schießt hinter dich, geht natürlich auch. Ich würde mir gerne eine zweite Meinung einholen. Zweiter Hydra-Kopf kommt durch die Tür. Doch, da wäre es auch okay, wenn ich mir noch eine dritte oder vierte Meinung einhole. Kein Problem. Aber gehen wir an das Bonfire jetzt nicht ran. Nicht? Nee. Warum denn nicht? So, und da sitzt er. Der letzte uralte Drache. Und zwar, wie ich letztens erst gelernt habe, ist das der Drache aus dem Trailer. Ja. Ist mir dann auch irgendwann mal aufgefallen, ja. Ja, weil wir haben ja gelernt, Gwyn hat die Urdrachen besiegt, die Ancient Dragons. Und das ist halt der allerletzte, der sich hierher geflüchtet hat. Und ja, aber eben hier jetzt ja, sein Dasein fristen muss, weil er weiß, sobald er an die Oberfläche kommt und Gwyn erfährt, dass es ihn noch gibt, ist er down. Genau. Hat er keine Chance. Man sieht auch, er hat nicht mehr diese steinerne Rüstung, diese steinernen Schuppen. Ja. Oder sogar Fell und so weiter. Sieht immer imposant aus. Also das ist schon ein sehr, sehr cooles Tierchen. Ja, aber kann man jetzt mit ihm theoretisch ein Eid leisten und ist ein Bonfire hier. Ja. Na gut, dann Homeward Bone. Ja. Und dann Finito für heute. Finito für heute. Dann nehmen wir gleich noch das Video auf, wann wir was streamen. Und dann, ja. Es gibt keinen schnellen Weg nach oben, ne? Ja, man kann ihm halt, man kann ihn auch angreifen, wenn man will, kann ihm den Schwanz abschlagen, kriegt dann das Drachenkühl, also auch ein krasses Schwert, das was 50 Stärke braucht. Ach echt? Ja. Ach krass. Drachen zwei Hände. Aber er wehrt sich nicht wirklich, ne? Nee. Nee, nee, der fristet da nur noch halbtot sein Dasein sozusagen. Sein halbtotes Dasein fristet er da. Ja. Ja, es ist halt ein Gebiet, was nicht viel hergibt, aber es ist halt trotzdem durch die Musik, durch den Effekt dieser ja, grenzenlosen Weite halt doch sehr, sehr cool ist.
Ja, naja, und halt ja von der Lore her ganz cool und einfach, dass es das gibt. Ne? Ja, dass halt so ein Secret ist, was man wirklich nicht unbedingt finden muss, vor allem, weil es halt so doppelt versteckt ja auch noch ist. Ja. So, na den. Also Ramen rennt jetzt hier noch hoch, wie ich gerade merke. Ja, dann können wir nächstes Mal gleich da unten, also da wieder richtig anfangen. Das ist so cool. Aber ich schaff's jetzt. Oh nein, ich hänge an der Wand fest. Naja. Bye. Schon wieder ein Quark hier irgendwo. Der fristet da nur noch sein halbtotes Dasein. Das sahen die Professoren auch immer nicht. Sagt Churchki. Hier sagt, oh, wir mögen dein halbtotes Dasein. Ja, hier liegen auch sonst. Ist der Pilz hinter mir? MVP-Pilz. Guter Dude, jetzt steht er verflucht hinter dir. Da war die Leiter hinter dir. Hinter mir war die Leiter? Ja. Verdammt. Ich möchte keinem von euch Schaden zufügen. Denk dran, du kannst auch an der Leiter versteinert werden, ne? Verdammt. Irgendwas ja, aber jetzt, ich glaube, jetzt sieht es ganz gut aus. Oh nein, der Pilz. Er hat sich so sehr Mühe gegeben. Ja. Aber jetzt kann er mich nicht mehr angreifen. Jetzt aber kann der Pilz hochklettern. Das wäre geil. So ein Pilz, der auf einmal die Leiter hochklettern kann. So, wo war denn jetzt hier der Weg nach oben? Da ist die Leiter. Nope. Oh, gerade noch so erwischt. Ihr habt gerade Seele gehalten. Ja, ist wieder irgendwer irgendwo runtergehüpft. Ich bin doch ständig irgendwas drunter. So. So, so, so. Und hier noch hoch. In unserem Stream betreten wir die leider gerade. Hau auf! Ah, ich häng fest! Ich häng fest! Ah, das ist die Stelle mit dem Glitch. Hier ist er. Die haben es nicht rausgemacht. Die haben sich rausgemacht. Warte. Ich weiß, wie es die. Was war das jetzt? Du hast Kreis gedrückt. Ja, ich habe aber nach vorne Kreis. Och. Ich will schlafen gehen, aber meine Wäsche ist noch nicht fertig. Tja. GG, würde ich mal sagen. Das ist so ein Scheiß. Ich weiß, wie es theoretisch geht. Okay. Remastered, meine Damen und Herren. Ja. Ja, das ist halt, ne, also ich mag FromSoft ja echt und ihre Spiele, aber die sind, was sowas angeht, echt faul. Also alleine, ne, dass sie hatten ja schon in der Dark Souls 2 PC-Version diesen Fehler drin, ja, dass die Waffen doppelt so schnell kaputt gegangen sind. Den haben sie erst rausgemacht, als die PS4 und Xbox One-Version kam. Ja. Davor, ach, ist doch egal. Ja, die Leute wissen das ja jetzt, dann ist das so. Ja, und hier in den Dark Souls sind ja wirklich mit der PC-Version, mit den 60 FPS, wirklich Fehler reingekommen. So, das war vorher nicht. Du konntest da ohne Probleme hochlaufen. Ja. So, und jetzt, also, dass sie es dann im Remaster immer noch einfach drin lassen, ist schon faul. Ja. Tja, und was hat uns wieder getötet? Holz. Es war schon wieder Holz. Holz und wir werden einfach keine Freunde mehr. Nee, außer einmal. In Detroit. Ja, ein einziges Mal. Das macht halt Holz gerne. Es will dir halt immer wieder so kurz so hochkommen. Ja, aber weißt du, Detroit macht es ja auch Sinn, weil da ist Holz halt schon so oldschool, ja, dass es sich neue Methoden ausdenken muss, um aufzufallen. Stimmt allerdings. Ein Holz-Android wäre lustig. Na, wissen Sie, ich lebe besonders ökonomisch. Könnten Sie auch so einen Androiden in einer Holzvariante liefern? Ich möchte nur biologisch abbaubare Androiden in meiner Wohnung haben. Geht nach draußen, wird der so nasses Holz auf einmal. Ja. Bye, Bitches! Der Tod bekommt den Hashtag 2011. Was ist 2012, wo Dark Souls rauskam? Nee, 2011. Ja, er braucht lang genug zum Pusten. Ja. Dann puste und pruste ich. Versteinere alles in meinem Weg.
Leiter, oh Leiter, wo führst du bloß hin? Immer weiter rauf. Die Gargoyles singen. Ja, so. War auch geil, dass da auch zwei Echsen sitzen, ne? Naja. Du kommst nicht zu ihm hin, so. Ach du Scheiße, okay. Interessant. Ja, schon richtig. Hier hoch. Ach so, und dann hier rauf, ne? Weil hier kommt, oder? Ach, hier kommt mal lang. Sah so zu aus. Ja. Passiert übrigens in dieser Ecke auch nochmal. Wenn du da reingehst, musst du auch nicht irgendwie durchglitschen. So. Dann sind hier die Quarkies. Du musst, glaube ich, an den Quarkies so, ja, da hinten vorbei. Ja, ja. Nee, lasst mal gut sein, Quarkies. Wir wollen euren grässlichen Atem nicht spüren. Guck mal, war hier nicht an der Mitte des Baums eine versteckte Wand, mit der man durch ein Item nach oben kam? Ich weiß es nicht. Möglich. Geh mal, wenn du da kurz die Wurzel runtergehst, schlag mal dagegen. Noch da habe ich vorhin, glaube ich, gegen geschlagen schon. Ja? Wie war es so, dass man da irgendwie, wenn man da irgendwo mal einen Baum schlägt, dann kommt man in das Innere des Baumes rein und kann dann hochklettern zu dem Item. Ja, Holz, stirb! So. Sehr schön. Dann werden wir beim nächsten Mal also wieder hier starten und werden uns dann auf dem Weg zu Sans Fortress machen. Das wird lustig. Ja. Und dann, ja, dann wahrscheinlich beim nächsten Mal den Eisengolem töten und nach Anolondor gehen. Ja. Ja, wir wissen nicht genau, wann wir morgen anfangen. Wahrscheinlich ein bisschen früher als 22 Uhr. Aber um 22 Uhr ist auf jeden Fall die E3-Konferenz von Microsoft. Da bin ich echt gespannt. Also, Microsoft muss eigentlich mit irgendwas liefern. Ja, aber also ich erwarte ehrlich gesagt nichts, weil... Es kann auch sein, dass sie einfach nur ein, also dass sie einmal ganz groß Battlefield 5 machen, ja, dann ganz großes Indie-Segment, dann noch ein bisschen so Xbox-Gelaber, also so ja, Xbox One is the best place for players und so weiter. Ja, wir werden sehen. Dann noch ein Autorennspiel und das war's. Ja. Irgendwie so. Ja, gut, das war Dark Souls. Ja. Das war der Beginn der E3, kann man es auch sagen. Ja. Hat nicht so mega grandios gestartet. Es war, also ich glaube, sogar im Vergleich zu den letztjährigen war es. Ja, das war noch mal schlechter. Es war noch mal schlechter als die letztjährige von EA. Also, ja, wie gesagt, nur SOS und das Anthem-Ding, das war gut. Alles andere war wirklich diesmal noch ja, schlimmer. Ja, selbst Anthem. Also, ich weiß nicht, wie man so ein Spiel so dröge präsentieren kann. Das ja. Naja, gute Nacht euch jedenfalls. Wir sehen uns hoffentlich morgen zahlreich wieder. Ja, wenn es denn... Also wir ein bisschen vorher wahrscheinlich schon irgendwie. Dann die E3 von Microsoft. Dann direkt dann im Anschluss den Podcast dazu. Und dann werden wir streamen bis... Was war es? 3 Uhr? 3.30 Uhr. 3.30 Uhr werden wir streamen. Wahrscheinlich Dark Souls. Dann ihr wollt was anderes sehen. Und dann die Bethesda-Pressekonferenz. Und je nachdem, wie fit wir dann noch sind, vielleicht direkt im Anschluss auch nochmal dazu ein Podcast. Ja. Und ansonsten dann schlafen. Ja. Dann haben wir den Sonntag, den zweiten Tag der E3 fertig und dann Montag geht's richtig los. Das wird cool. Ja. Ja, wir freuen uns, wenn ihr alle dabei seid. Wir sehen uns dann morgen. Schlaft gut alle zusammen. Bis zum nächsten Mal, euer Ramen. Und euer Autoren. Ciao. Bye.